Und das mache ich sofort. Sonst weint sie. Können wir auch nochmal machen. Auch hier Justin. Und das Geschenk aufnehmen. Was ist das eigentlich? Eine Eisenkeule. Sag mir bitte, dass die mehr Damage macht als seine vorige. Würde mich echt freuen. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe die für so viel Geld gekauft, das ist die gleiche Keule. Ich dachte, die ist irgendwie was Besonderes. Wie viel Damage macht eigentlich ein komischer Bogen? 16. Irgendwie besondere Attacken lernt sie nicht, deswegen ist es eigentlich nur wichtig, dass sie viel Damage macht. Deswegen geben wir jetzt mal die Eisenkeule. Ach, ich liebe die Musiken, Grandia. Das ist immer so eine schöne, grandiose Musik. Bei manchen Liedern kommt sogar richtig ganz Orchester zustande. Und dann müssen wir hier rein. Die überhaupt nicht auffällige Markierung. Und der Speicherpunkt. Und speichern. Gut, wir gehen jetzt runter und holen uns noch dieses komische Mana-Ei. Aber irgendein Ding, also so eine Absperrung, oder wie sagt man dazu? Na, für das Wasser halt. Zum Abdrängen des Wassers. Müssen wir noch irgendwas hochmachen. Aber was? Wo ist das? Bevor wir uns dann mit den Gegnern hier rumärgern, gucke ich erstmal, wo das ist. Da unten die Etage muss nämlich auch wasserfrei sein. Und dafür müssen wir noch so ein Teil zum Verdrängen des Wassers wegmachen. Ah, das war das Falsche. Ich komme gerade echt nicht drauf, wie das heißt. Stausen? Naja, keine Ahnung. Ist auch immer so, immer aufnimmt, vergisst man alles. Das ist wirklich so, das ist echt krass. Man will irgendwas erzählen, man nimmt auf, nimmt 2-3 Stunden auf. Und am Ende denkt man sich, wo man Stopp macht, fuck, ich wollte noch was sagen. Es war bei meinem Metro-LP jetzt so. Ich gehe das jetzt. Ach, jetzt geht da kein Wasser mehr hinten durch, was ist genau? Es war bei meinem Metro-LP so, ich wollte noch was sagen, und zwar, dass ich mal geträumt habe von dem Spiel. Habe ich vergessen. Da kein Metro-Zuschauer das hier guckt, ja, Hauptsache ihr wisst das jetzt, wenn ihr irgendwann in 50 Jahren mal das hier seht. Ja! Okay, dann gehen wir jetzt hier runter und kämpfen uns jetzt hier sonst was aus dem Leibe. Als erstes seid ihr dran. Vielleicht haben sie uns auch nicht gesehen. Doch, nein, die haben uns nicht gesehen. Ach komm, das ist ja wohl billig. Tut mir sogar fast schon leid. Pass auf, so, dann kümmerst du dich mal um die Schleimer. Und du kümmerst dich hier. Okay. Oh, ne, macht aufteilen, ne? Ach, Kacke. Aufteilen ist echt böse. Oh, die haben dann wenig. Doch, die haben genauso viel Leben. Teilen sich auf und haben genauso viel Leben. Das ist unfair. Das ist gecheatet. Pass auf. Guck mal, was du jetzt mit dem. Ja, alle auf Suche, warum nicht? Tut auch jedem was. Kümmer dich um den. Und du kümmerst dich um den Schleim. Dream Team! Ihr könnt euch auch mal zusammen freuen. Immer einer. Immer der, der den letzten Schlag macht. Es ist nicht wichtig, der Letzte zu sein, Justin. Das lernt man ganz früh. Ist klar. Das haben die Entwickler ja wieder schön eingefädelt. Gut, den haben wir schon getötet. Jetzt kommen wir jetzt hier durch. Und ein Mana-Ei. Ja. Natürlich. Och, nee, oder? Brauchen wir denn nicht? Komm, weg hier.
Zack. Am Mana-Eck. Mana-Ei ausrüsten ist ein bisschen schlecht, Justin. Gut, dann nehmen wir jetzt hier so einen Tauber wieder und heilen Fina hoch. Su, sag mal, was habe ich denn heute mit meiner Sprache und meinem Denkvermögen? Das ist heute ziemlich ausgemerzt. Obwohl ich das Geld schon gerne hätte. Trainieren kann man hier aber auch nicht viel, weil die Gegner nicht spawnen, wenn man speichert oder healt. Was manchmal ein bisschen doof ist. Weil trainieren macht es somit fast unmöglich. Wenn man verschiedene Räume so betritt, klappt das eigentlich immer. Naja. Müssen wir uns halt mehr anstrengen bei dem nächsten Boss. Und bei den Mobs, was sie sogar reimt. Mobs. Und nein, ich meine nicht den Hund. Den süßen Mobs. Obwohl ich ja persönlich sagen muss, ich finde die Mobs ja, ich finde die Rasse Mobs ja gar nicht so süß. So faltig. Nee, mag ich nicht. Höchstens die Kulleaugen, die sind ja schon putzig. Aber alle höchstens, ja. Höchstens. Nur die Kulleaugen. Hübsche Kulleraugen. Ich mag Kulleraugen. Von meinem Schäferhund. Hab einen Schäferhund? Das wissen auch nicht die meisten. Ach, okay. Wir brauchen. Okay, einer überlebt immer. Attacke. Justin schafft einen fast ganz allein. Ihr müsst euch mal den Synchronsprecher vorstellen, die solche Geräusche machen. Auch wenn auch von irgendwelchen Spielen wird so. Oder so Dead Space. Kann ich mir richtig geil vorstellen. Da musst du aber richtig betrunken sein. Und funktioniert das nicht. Gut, haben wir die auch besiegt. Haben wir noch irgendwie Monster hier? Nö, plötzlich sind alle nicht mehr da. Am Ende müssen wir eins runter. Und Rainer. So, bevor wir wieder hier heilen. Gut. Eine Fertigkeitsstufe höher. Super Justin, so will ich das sehen. Okay, jetzt müssen wir Heuler leveln, dann haben wir auch bald eine neue Attacke mit Heuler. Ach, geil. Finde ich so geil, dass sie in dem Spiel das so gemacht haben, dass man so Zauber kombinieren kann, dadurch mächtige Zauber rauskommen. Finde ich sehr, sehr geil. Und speichern. Ohne Speichern traue ich mich hier schon gar nicht mehr raus, ja. Kirsch, Gang. Jo, ey, wir sind die neue Kirsch, Gang. Wir beten euch zu Tode. Nicht betteln, sondern wir beten. Okay, hier gehen wir rein. Spannende Musik. Schau mal, Justin. Oh, sieht so aus, als hätten die schon angefangen. Nimmst du Pagong Fina zu deiner gesetzlich angetrauten Ehefrau? Wirst du sie lieben und ehren in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Und ja, und ja, und ob, und ob, und ob. Nun, falls irgendwer etwas gegen diese Heirat einzuwenden hat, so möge er jetzt sprechen oder ewig schweigen. Was ist hier los? Vater, das ist nicht richtig. Und nun, der Bräutigam darf die Braut küssen und auf immer vereint dem Heiligen. Was, was? Die Braut küssen? Okay, Fina. Ja, wird geküsst. Ich übernehme das Kissen. Du musst nur die Lippen spitzen. Hey, Fina, ist okay. Ich werde dich sanft küssen. Schau, ich halte mich zurück. Das ist schleimig, Parkon. Ich werde das sofort beenden. Justin, wir können hier lang gehen. Beeilung. Hier ist gar keiner drin, der irgendwas einwenden kann. Das ist unfair. So, jetzt beginnt es.
Gehen wir so. Lass Fina sofort los. Ein Tropfen von deinem Rotz auf ihr und ich lach dich zu Brei. Voll Teufel. Lass Fina los, Pagong, oder ich lasse die ganze Hochzeit hochgehen. Genau, Pagong. Eine Hochzeit sollte den Traum einer Braut wahr werden lassen. Diesen Betrug lassen wir nicht zu. Und hier werde ich meine Hochzeit nicht zerstören. Meister Yang, los, hol sie. Ach, der im pinken Anzug will mich wieder bedrohen, ja? Ich hab trainiert. Ja, ich habe Master Yang eingeladen, nur für den Fall, dass sowas passiert. Ah, du bist es, du kriegst mich nicht noch einmal. Kämpfe!